Servus Leute, willkommen zurück zu Dead Space. Ich bin voll im Dead Space-Feeling, denn ich habe jetzt, das ist die neunte Auflage, genau, das ist die neunte Aufnahme, die ich auf Vorrat habe. Und das ist wow. Denn die anderen habe ich noch gar nicht richtig gerendert. Und so viel Vorrat hatte ich schon lange nicht mehr. So, ich habe 0 Credits für ein bisschen was. Jetzt muss ich hier lang, okay. Moment. Gefahr, 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 ja. Ich habe keine Lust auf Gefahr, merkt man's? Achso, jetzt muss ich hier lang. Ach so ist das, ganz genau. Moment mal. Ich will noch mal zurück, weil ich glaube, ich habe was übersehen. Ich glaube es, ich weiß es nicht. Moment, die Türen. Ja, stimmt, die Türen sind ja alle offen jetzt. Komm her, Monster. Gibt's irgendwas? Nix. Wieso ist diese Tür dann geöffnet? So, jetzt hier rein. Achso, hier war die Werkbank. Achso, ich habe doch Knoten ohne Ende, genau. Stimmt ja, ich habe doch im letzten Part gesagt, ich will jetzt irgendwie mit Knoten rumhantieren. So, was brauchen wir denn? Strahlenmunition. Ich könnte den Schaden erhöhen. Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, ich könnte einmal Schaden, einmal Kapazität und einmal Breite. Theoretisch gesehen. Ich möchte aber meine Rig auch ein bisschen. So, einmal, zweimal, dreimal. Jawohl, so sieht das doch geil aus. Was haben wir noch? Ich könnte den Schaden verstärken oder die Kapazität. Einmal, zweimal, die Kapazität. Jetzt ist die Strahlenkanone richtig gut und meine Rig ebenfalls. Wow. Stimmt, der ist noch zu. Da wollte ich. Ups. Ups fallen. Wollte ich allerdings noch nicht rein. Wie viele Strahlendinger habe ich überhaupt? Ja, acht. Das sieht doch nach was aus, Leute. So. Ich glaube, hier ging es nämlich zu diesem Gehege. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Gehege ist. Ne? Radioaktivität. Ja, das nämlich. Ja, ach so, ja, stimmt, das zeigt ja in die andere Richtung. Ich wollte nämlich was nachgucken. Und ich finde dieses Geräusch im Hintergrund total cool. Dieses Heuschrecken oder Grillen zirpen. Das ist sowas von gut. Das kommt auch bei James Bond 007 GoldenEye vor, wenn ja in dieser Dschungel-Level. Seht ihr, ich wollte nämlich in die dritte Etage, deswegen bin ich hier. Genau deswegen. Ich möchte gucken, ob es hier irgendwo was gibt. Das zum Beispiel. Ja. Gibt es hier noch irgendwo was? Ja, da gibt es zwei. Das ist ein Schema, doch garantiert. Ne, Halbleiter Rubin. Ist natürlich noch ein Zacken geiler. Ich habe das Teil vollgetreten. Flammenwerfer-Munition. Plasma-Energie. So. Nachgeladen, das ist nachgeladen, das ist nachgeladen. Okay, das war's. Deswegen war ich hier. Ja, es hat sich durchaus ausgezahlt, denn wir haben den Halbleiter Rubin eingesammelt. Den können wir jetzt nochmal verkaufen. Der bringt jetzt, glaube ich, auch nochmal 5000. Wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich glaube es. Das heißt, wir könnten uns bald mal wieder den nächsten Energieknoten leisten und könnten dann, was jetzt, die Rig aufrüsten oder nochmal Strahlenmunition, also Strahlengewehr. Bin ich reingekommen? Da, genau.
Meine Rig da hinten sieht schon ziemlich stark aus. Als ich mir Strahlenkanone gekauft hatte, hätte ich nicht erwartet, dass die so eine große Nummer in diesem Let's Play spielen wird. Aber die Waffe ist einfach gut. Es ist einfach mehr als gut. Durchrennen. Perfekt. Absolut perfekt. Geht's hier lang? Hier ist der Shop, oder? Ja, dann das heißt, wir verkaufen den Halbleiter Rubin. So, was haben wir denn da? 10.000 bringt der. Weg damit. Was habe ich noch eingesammelt? Strahlenmunition. Klingt immer gut. Energiekanone, ja. Das heißt, ich könnte mir. Komm her, Energieknoten. Habe ich jetzt an dieser Tür da drüben schon einen Energieknoten eingesetzt? Ich glaube schon. Das heißt, Moment, da ist ja auch eine Werkbank, genau. Wisst ihr was? Ich gehe zuerst aufrüsten, dann nochmal speichern und dann gehe ich den Weg hier so richtig entlang. Ach so, ja. Das Geräusch gefällt mir immer noch nicht. So. Die Geräusche auch nicht. So. Wir könnten Breite. Boah, geil, göttlich. Rick. Fehlen noch drei Knoten, okay. Die könnte ich dann zur Kapazität wieder. Breite. Geil. So, jetzt ist die Strahlenkanone sowieso schon mehr als göttlich. So, ich gehe jetzt nochmal zurück speichern. Alter. Ahaha. Jetzt kann mir kein Monster mehr was. Ich meine, gut, sie können mich zwar immer noch erschrecken, aber es wird ihnen dann auch nicht mehr viel bringen, weil dann nützlich sie über den Haufen. Ahaha. Ganz im Ernst, die Strahlenkanone ist jetzt ziemlich göttlich. Ich meine, guckt sie euch an. Bäh, so viel Breite, ich sehe gar nicht mehr den anderen Punkt. Und 8 Schuss. Also echt. Jetzt kann ruhig nochmal so ein unbesiegbares Viech kommen. Naja, eigentlich nicht, weil das wäre doof. Das würde mich vernichten. Aber nun gut, lassen wir das jetzt. Geht's lang, da geht's entlang. Kommt da was? Das da. So, das ist das Teil. Vegetative Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Vegetative was? Ist das dieses 1000 Kilotonnen Viech? Oh nein. Hier sieht's so aus wie vorhin, nur eben, dass hier etwas. Ja. Vegetiert ist. Wie muss ich zum Aufzug, oder? Ja, schnell. Gefährliche Anomalie registriert. Weiß ich. Quarantäne wurde aktiviert. Mistviech, wie starr sehe ich's. Sollte vielleicht abhauen. Toll. Das ging schnell. Oh, Energieknoten, geil. Das ging verdammt schnell. Und ich höre da drin, wie das in so ein Viech. Das ist doch garantiert hier drin, nicht wahr? Nee, ist es nicht. Nein, Mistviecher! Ja, frisst mich. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Besser als Munition zu verballern. Was haben wir hier? Ah, 1000 Zeugs. Ich habe hier noch so ein gehört. Da liegt der Fettwanst von eben. Was ist das? Hoppla. Das wollte ich nicht. Ich brauche das Licht.
Okay, da hinten ist auch noch was. Jawohl. Moment, da war auch was, oder? Jawohl. Ich höre was. Oh. Da hinten ist auch was, okay. Alles durchforsten. Ach so. Wo ist er? Da ist er. So geht ja nicht. So. Verstehe dich komischen Typen nicht, aber egal. Also ich verstehe ihn schon, aber irgendwie ist er total unnütz. Einmal. Zweimal. So, nachladen. Lalala. So. Oh, es sind auch noch zwei. Einmal. Zweimal. Kleines Medipack. Und Energiekanone. Ganz im Ernst, wie viel von der Energiekanone habe ich überhaupt? Achso, 14. Ich glaube, ich habe es verkauft. Fettrand von eben. Ich glaube, ich habe jetzt alle vernichtet. Dann gehe ich nach oben. Ich höre hier noch irgendwo ein. Wo denn? Ist das so dunkel? Okay, da ist so ein Kanister. Da sind sogar ganz viele Kanister. Könnte ich als Munition verwenden. Was ist das? Audiolog. Okay, hören wir rein. Ein kleines Medipack. Okay, was Großes und Schweres. Das will mir mal so gar nicht gefallen. Haut ab da. Wenn ich jetzt trete, das ist suboptimal. Deswegen mache ich das wieder so. Ganz im Ernst, diese ganzen Kanister hier. Achso, ich habe sie runtergeworfen. Moment. Sind schon wieder diese Stimmen. Soll ich den da auch noch runterschmeißen? Ja, ich mache da unten ein Bombenlager. Hallo? So. Ich bräuchte Licht. Hin geht's lang. Ja, ja, Stimmen. Okay. Energieknoten. Oh, göttlich. Das ist... Oh, Speicherpunkt. Noch göttlicher. Was ist hier los in letzter Zeit? Ich bekomme zigtausend Energieknoten. Also ich glaube, jetzt will das Spiel mich overpowern, oder was? Ja, es ist noch ein bisschen zu früh, den Part zu beenden. Ein bisschen spiele ich noch. Wer weiß, wie. Blatter Gold, Dankeschön. Will ich da jetzt schon an? Oder besser gesagt, muss ich da jetzt schon ankommen? Ich muss da gar nicht lang, okay. Wahrscheinlich komme ich da erst später vorbei. Dann werde ich da auch erst später hingehen. Noch nicht jetzt. Ich möchte in die dritte Ebene. So, hier oben ist einer. Da hinten ist das Schwein. Komm du her, du. Du brauchst hier gar nicht zu versuchen zu atmen. Ein Schuss und weg vom Fenster. Geil. Haben wir sonst noch irgendwas oben? Das klingt so wie bei Zelda, die Eisenstiefel. Nichts mehr? Okay. Muss ich jetzt wahrscheinlich in die zweite Etage.
Nee, muss ich nicht. Geht's nicht so an. Ich muss... nach unten. Und weiter. Ich habe irgendwie kein Ziel bekommen. Naja, ich gehe mal nach unten. Oder besser gesagt, das Ziel habe ich schon bekommen, aber irgendwie sehe ich es nicht. Ich höre doch da noch irgendjemanden atmen. Da hinten geht's lang. Da unten ist einer! Moment, das haben wir gleich. Ach dumm. Moment. Das geschadet? Nee. Wie treffe ich denn den? Der Stoffhass wird ersetzt. Ach so, jetzt kann ich ihn. So, ich habe da eine begrenzte Zeit. Jetzt habe ich es geschafft. Wohin geht's jetzt? So, jetzt geht's nach oben. Wahrscheinlich dahin, wo ich gerade eben war, in der zweiten Ebene. Hier rüber, nicht wahr? Jawohl. So, nehmen wir das mal. Ja. Hier geht's rein, nicht wahr? Ganz genau. Gut, dann würde ich sagen, wie gesagt, auch wenn die Dead Space Parts kurz sind, brauchen sie leider Gottes doch sehr viel Speicherplatz bei mir. Aber nun gut. Da habt ihr wenigstens mehr Parts zum Gucken. Dann würde ich sagen, das war Dead Space für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!